Willkommen auf meinem Kanal. Das heutige Thema Mobbing. Was ist Mobbing? Ich bin Stefan Ludewig und ich bin Coach. Und jetzt beginne ich. Wann fängt Mobbing überhaupt an? Ständiges Unterbrechen, Drohungen ignorieren, Meinungsäußerungen unterbinden, ständige negative Bemerkungen. Ständiges Unterbrechen, klar, das ist einfach, um die andere Person einfach abzuwerten. Nach dem Motto, ist mir scheißegal, was du sagst, ich spreche jetzt mal dazwischen, weil das Wort, was ich sage, ist wichtiger, du bist gar nichts. Oder wenn man etwas einfach nur gut kann, was die andere Person nicht gut kann, und dafür aber bedroht wird, dass man das einfach sein lassen soll, obwohl man es eigentlich machen sollte. Das ist auch Mobbing. Oder wenn man jemanden einfach ignoriert. Das war zum Beispiel mein letzter Arbeitgeber, so, zumindest der Einsatzort, da wurde man einfach ignoriert. Da war man das fünfte Rad am Wagen, da hieß es, der ist von einer Fremdfirma, der kann nichts, der ist nichts, der weiß nichts. Die haben noch nicht mal nachgefragt, was ich eigentlich bin und was ich eigentlich alles gemacht habe, um überhaupt zu wissen, was ich überhaupt kann. Die haben man ignoriert und haben sich dann auch beschwert, warum man mit denen nicht gesprochen hat, obwohl die hinter einem Rücken gelästert haben. Hinter dem Rücken lästern ist auch Mobbing. Meinungsäußerung unterbinden. Ich habe meine Meinung gesagt und die wird unterbunden. Also mein letzter Einsatzort war die reinste Mobbingzentrale. Ständige negative Bemerkungen. Ja, das ist anstrengend. Wie geht Mobbing weiter? Zum Beispiel Mobbing kann auch ein Angriff auf die Möglichkeit, Mobbing ist ein Angriff auf die Möglichkeit, sich mitzuteilen. Also wenn man sich mitteilt, dass man dann quasi angegriffen wird. Ein Angriff kann auch auf die sozialen Bedingungen sein. Also nicht, man wird nicht mehr angesprochen, man wird ignoriert, weil ich schon gesagt habe, das Team schließt einen völlig aus. Man arbeitet dann quasi alleine, obwohl man eigentlich im Team ist. Es wird bewusst ausgegrenzt und isoliert. Und dann macht die Arbeit und auch der Umgang mit den Menschen auch keinen Spaß mehr. Auswirkungen auf soziales Ansehen, also hinter dem Rücken reden, lästern, wie bei meiner letzten Arbeit. Da war ich immer froh, wenn ich gewusst habe, in 5 Minuten ist Feierabend und ich bin schon teilweise dann schon aus dem Raum rausgegangen, in mein Auto bin schon teilweise 5 Minuten früher gegangen, weil ich es da nicht mehr ausgehalten habe. Selbstbewusstsein schwächende Aufgabe, ohne Rücksicht auf die Einarbeitung. Das war jetzt bei meinem Arbeitgeber so. Ich wurde im sozialen Bereich eingestellt und bin im Bildungsbereich. Also ich sollte im sozialen Bereich eingestellt werden. Und wo wurde ich eingestellt? Im Bildungsbereich, da wo ich eigentlich zu suchen hatte. Ich sollte als Coach dann nachträglich eingesetzt werden. Wo wurde ich eingesetzt? In der Schulbegleitung, wo ich eigentlich nichts zu tun hatte. Weil Schulbegleitung, das kann jeder Helfer machen. Und für das Kind, was ich da war, da durfte ich ja sowieso nicht mal nur rumsitzen, beobachten. Und dafür habe ich meine ganze Zeit da verschwendet. Gut, ich habe Geld bekommen dafür, aber ehrlich gesagt, war nicht mein Ding. Und für die Aggressionsprobleme dieses Kindes, da hätte sie auch einen Polizist hinsetzen können. War nicht meine Arbeit. Mobbing ist zum Beispiel Angriffe auf die Qualität der Beruf- und Lebenssituation, also unwürdige Arbeit, Zwang zu Überstunden. Unwürdige Arbeit ist zum Beispiel bei mir der Schulbegleiter, das ist unter meiner Würde. Schulbegleiter braucht man zwar, ganz klar, aber es können andere Menschen machen, die keine Familie haben und nicht diesen Menschen-Sklavenvertrag annehmen müssen, oder sollen. Und Zwang zu Überstunden. Immer die gleiche Schicht. Gut, wenn es immer die gleichen, immer wenn man, das, wenn man immer in der Nachtschicht ist, ist das halt gut, man verdient Geld. Aber irgendwann möchte man auch mal am Tag was unternehmen, oder in der Nacht was unternehmen. Überstunden als Druckmittel. So nach dem Motto, also wenn du das jetzt nicht machst, dann kriegst du auf jeden Fall eine Abmahnung. Das darf der Arbeitgeber nicht. Angriffe auf die Gesundheit. Ist selten, gibt es aber, zum Beispiel Misshandlung. Kein Gesundheitsschutz. Zum Beispiel Arbeitsschuhe. Du bist auf einer Baustelle, die werden aber keine Arbeitsschuhe gestellt und du bist der Einzige. Weißt aber, der Arbeitgeber möchte dich raus haben. Also gibt er dir keine Arbeitsschuhe und gefährdet mit deinem Leben. Oder sexuelle Belästigung. Wer mobbt in der Regel? In der Regel
Die Vorgesetzten meistens nicht, weil die haben ihre Stelle sicher. Ich habe jetzt zweimal Vorgesetzte. Also das ist die Chefposition und das sind die Vorgesetzten. Das muss sich noch ändern. Aber es sind größtenteils die Kollegen, die auf deine Stelle scharf sind. Das ist der größte Teil. Was könnte eine Ursache sein? Schlechte Organisation, schlechte Gestaltung der Aufgaben, der Leitung. Also wenn ein System da besteht, was dem Mitarbeiter quasi in Konkurrenz bringt, dann kann sowas natürlich vorkommen. Konkurrenzverhalten ist ein starkes Mobbing, ein starker Mobbingauslöser. Wie kann man helfen? Zum Beispiel die Selbsthilfe, Aufklärungsgespräche, Supervision. Habe ich eine Folge gemacht, aber juristische Hilfe, wenn man ja nicht mehr rauskommt. Das war es zum Thema Mobbing. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß. Ihr könnt das Ding auf Pause machen, euch das selbst lesen. Das hier heißt Chefposition und das sind die Vorgesetzten, das werde ich noch ändern. Diese PowerPoint-Präsentation ist noch in den Anfangsschuhen. Ich habe erstmal alles reingeschrieben, was ich in meinem schlauen Buch über die Jahre aufgeschrieben habe von meiner Arbeit. Jetzt muss ich wirklich, finde, den Fehler machen. Na, ja, ist nun mal so. Dann viel, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.